Hallo liebe Leute, willkommen zum Linux-Workshop am Mittwoch des WinLabs. Mein Name ist Wieland, ich habe bereits den ein oder anderen Workshop fürs WinLab gemacht, heute mal aus dem Homeoffice. Genau, falls ihr euch fragt, mit wem ihr es zu tun habt, ich hatte da wie gesagt schon mal was anderes hochgeladen, heute mal ohne Kamera, weil ich habe hier am Desktop-Rechner auch gar keine Kamera am Start, deshalb heute nur als Audiokommentar. Ja, quasi aus dem Off, genau. Also, wir machen heute Linux und freie Software. Ihr seht, ihr seid hier schon auf meiner Maschine. Also, das ist eine Kubuntu-Distribution. Das ist ein Derivat von Ubuntu mit KDE, ebenfalls Linux. Ihr könnt das aber natürlich auch alles auf eurer Windows- oder Mac-Maschine machen. Wir werden heute in VirtualBox werden wir Linux Mint virtualisieren. Warum virtualisiert? Vielleicht möchte man einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumspielen und nicht direkt das ganze System verändern und neu installieren. Und deshalb installieren wir heute Linux Mint in einer virtuellen Maschine auf unserem Host-System. Warum sollte man überhaupt in Betracht ziehen, Linux nutzen zu wollen? Also für mich persönlich ist es ganz klar der Datenaspekt. Windows 10 zum Beispiel ist eine ganz enorme Datenschleuder. Da sind rund um die Uhr irgendwelche Verbindungen an irgendwelche dubiosen Microsoft-Server offen. Keiner weiß, was geht da hoch, was geht da runter. Das System telefoniert die ganze Zeit nach Hause, schickt irgendwelche Telemetriedaten. Und ja, das jeder wie er möchte, aber für mich ist es ein No-Go und deshalb Linux, denn der Code von Linux ist im Gegensatz zu proprietären Systemen wie Windows und Mac, ist der einsehbar und wird von einer Community gewartet. Das heißt, die Entwickler, die überprüfen sich gegenseitig, dass da quasi der ganze Code gut ist. Und nicht irgendwelche Backdoors und irgendwelche Daten abfließen. Des Weiteren kann ein älterer Computer, also der vielleicht schon unter Windows ein bisschen ablahmt, man kennt das von älteren Notebooks und dann kommen Updates und dann heizt das Ding direkt los und die Lüfter drehen sich. Linux ist nicht so, es gibt spezielle, sehr schlanke oder im Allgemeinen das ganze System ist schlanker als Windows, gibt es spezielle Versionen, die auch den ein oder anderen älteren Computer wieder zu neuem Leben verhelfen. Genau. Ansonsten, ihr seht hier schon, ach, das hatte ich schon gesagt, das ist eine Kubuntu-Maschine. Linux ist tatsächlich mittlerweile auch in der Windows-Welt angekommen. Man kann ganz bequem auch Windows-Programme, die komplexer sind, ans Laufen bringen. Zum Beispiel hier Fruity Loops und Photoshop, beides relativ große, komplexe Systeme, sind problemlos mit Wine virtualisierbar. Das ist genau. Also man kann mittlerweile alles machen, auch Photoshop. Vor ein paar Jahren hatte ich immer noch auf dem Rechner eine zweite Windows-Instanz, weil man ja für Photoshop, ja, braucht man ja auch irgendwie. Aber mittlerweile geht das ganz gut. Es ist also absolut alltagstauglich. Und ja, genau. Es ist schön stabil. Also als erstes braucht man natürlich einen Image-File. Ne? Bei Windows ist das ja auch so, wir müssen das runterladen. Wir gehen zum Beispiel auf die Linux Mint-Seite oder auch auf die einer anderen Distribution. Manjaro zum Beispiel ist, in Deutschland sogar entwickelt, ja, also eine deutsche Community, auch ein tolles System, basiert auf Arch. Wir schauen uns aber das einsteigerfreundliche Mint an, das ist ein Debian, also ein Ubuntu-Verwandter, genau, und man sieht, auch hier, das gibt es mit verschiedenen Desktop-Umgebungen, die sehen unterschiedlich aus, je nachdem, wie viel Bums der Rechner hat. Richtig, so. Und ansonsten laden wir quasi, muss man immer das ISO-File runterladen. Das findet ihr zum Beispiel hier, ja, aus dem Content Delivery Network. Das sind immer ISO-Files, ne? Das sind quasi virtuelle Systemabbilder. Hier steht es auch CD-RAW-Abbild. Also es ist quasi eine virtuelle CD, ohne dass man die wirklich haben braucht. So,
Und dazu brauchen wir noch die Software VirtualBox von Oracle, auch Open Source, eine tolle freie Virtualisierungssoftware. Die installiert ihr auf eurem System und dann sieht das so aus wie hier. Genau. Ich habe jetzt hier schon zwei Maschinen drin, aber wir erstellen jetzt unsere ganz neue Linux Mint-Version. Die haben wir hier. Hier habe ich das ISO-File bereits runtergeladen. Genau, über den blauen Knopf erzeugen wir eine neue virtuelle Maschine. Ja, wenn wir jetzt eintippen, Mint zum Beispiel, hat er automatisch erkannt. Mint ist ein Ubuntu-Verwandter, hat das automatisch so eingestellt. Ist ganz clever. Hier weisen wir der Maschine den Arbeitsspeicher zu. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach mal 4 GB. Das reicht aus. Das System ist schlank und braucht eigentlich auch nicht mehr. Natürlich braucht so eine virtuelle Maschine auch einen Ort, wo sie Daten speichert. Ja, das ist eine virtuelle Festplatte. Und die erzeugen wir hier. Welcher Image-Typ das ist eigentlich egal. Aber man kann natürlich ganz bequem in der VirtualBox-Welt bleiben. Genau. Die Art der Speicherung, das ist ganz interessant, weil auf der Festplatte vom Host-System wird natürlich eine Datei, ein Image für die virtuelle Festplatte angelegt, ja. Und wir wollen eine dynamisch große Festplatte erzeugen. Das hat den Vorteil, dass wenn man jetzt da 50 GB zuweist, ja, und man braucht nur 20, dann belegt das aber nicht die vollen 50 GB auf dem Host-System, sondern wächst quasi dynamisch, je nachdem, wie viel Speicher gebraucht wird. Genau. Knalle ich hier einfach mal 30 GB rein, ist eigentlich egal. So, damit haben wir schon die virtuelle Maschine erzeugt. Und jetzt gucken wir hier noch einmal in den Änderungen rein, weil je nachdem, wie leistungsstark euer Rechner ist, kann man natürlich ein paar mehr Kerne zuordnen, dass das Ganze ein bisschen schneller läuft. Hier noch ein bisschen Softwarebeschleunigung dazu. Wenn irgendwas inkompatibel ist, also irgendwas von eurem System nicht unterstützt wird, dann wird VirtualBox automatisch einen Fehler geben. Hier kommt dann so ein kleines orangenes Ausrufezeichen unten. Genau, aber das könnt ihr euch dann in aller Ruhe hier anschauen. Ne? Hier war bereits das virtuelle Image, also die Festplatte. Netzwerk ist noch ganz interessant, wenn man zum Beispiel möchte, dass die virtuelle Maschine sich per DHCP vom Router oder vom Server eine eigene IP holt, ja, dann würde man eine Netzwerkbrücke aktivieren. In meinem Fall machen wir das hier einfach mit NAT und der bekommt dann die IP-Adresse vom Host-System. So, das ist es eigentlich auch schon, was hier einzustellen ist. Und jetzt starten wir mal die Maschine. Ihr seht schon, also jetzt noch nicht, aber hier auf dem anderen Monitor. So. Da fragt er mich schon nach einem Image, weil er will ja irgendwas booten. Und da müssen wir ihm das Mint-Image einbinden, was wir bereits runtergeladen haben. So, das habe ich jetzt hier gemacht. Und jetzt starten wir das. Genau, und da seht ihr schon, jetzt ist er in der Boot-Routine drinne und fährt hoch. So, da oben steht schon, dass der Mauszeiger automatisch gefangen wird. Sonst steht hier unten rechts auch immer die Host-Taste. Ja, das ist in dem Fall Steuerung rechts. Sie sind tatsächlich schon hochgefahren. Das ging ziemlich schnell. Normalerweise, wenn ihr das jetzt installieren würdet von einem USB-Stick, würde der Boot schon ein bisschen länger brauchen, einfach weil man limitiert wird durch die Geschwindigkeit vom USB-Stick. Aber da ist ja hier alles auf der gleichen SSD liegt, ging das ziemlich schnell. So, das ist Cinnamon. Man kann jetzt hier eigentlich schon ziemlich alles ausprobieren, drinnen rumspielen. Das ist gar kein Thema. Aber wir wollen einmal hier die Setup Instructions durchgehen und starten dafür den Setup hier einmal. Genau, ist ganz klassisch. Er fragt nach der Sprache, ist ja bei Windows nichts anderes. Tastaturbelegung. Ja, Multimedia Codecs, das ist ganz interessant, weil hier fragt er quasi nach proprietären Codecs, ob der die mit installieren soll. Das ist zum Beispiel für so DRM Protected Internet Content, also irgendwelche Kopierschutzgeschichten, die halt natürlich nicht Open Source sind. Genau, da fragt er quasi nochmal extra nach. So als normaler Heimanwender sollte man das schon aktivieren. Ja, weil sonst wird man es später händisch nachinstallieren. Also kann man direkt machen. Ah, da steht auch Mulit Media. Hier.
Auch ganz interessant, ist mir auch noch nicht aufgefallen. So, genau, da sind wir in der Installationsart. Wir haben ja nur eine Festplatte auf dem System, von daher ist das komplett egal. Wir haben nur die virtuelle Maschine, wir installieren das. Er fragt hier nochmal, soll er es wirklich schreiben? Klar, soll er machen. Ja, Berlin ist unsere Zeitzone. Genau, legen wir einen Namen fest und ein kurzes, knappes Passwort. Ich nehme jetzt hier was ganz Leichtes, aber ihr solltet, wenn ihr wirklich ja, das anständig nutzt und vielleicht auch in Betracht auf Datenschutz nutzt, dann solltet ihr natürlich ein besseres Passwort vergeben und auch die Daten verschlüsseln oder die Festplatte verschlüsseln. Das geht sehr leicht. So, er ist jetzt hier schon im Kopieren. Wir können ja auch mal gucken hier auf meiner Hausmaschine, wie das aussieht, ob das rödelt. Noch rödelt das nicht. Das hier ist zum Beispiel HTOP. Das ist ein Konsolen-Task-Manager quasi. Man sieht, da es hantiert, es arbeitet, aber jetzt auch nicht ganz insane. Hier können wir mal einen Blick auf die Load Average werfen, weil das ist die Systemauslastung bei Linux. Die ist ein bisschen anders als bei Windows. Bei Windows hat man ja immer 100%, ne? Wenn das Ding voll am Rödeln ist. Und hier hat man diese drei Zahlen. Die drei Zahlen sind ein Average, also ein gleitender Durchschnitt, und die einzelnen Werte gleiten über, ich glaube, 15 Minuten, 5 Minuten und eine Minute oder 30 Sekunden. Also das, ja, genau, 15 Minuten, 5 Minuten, eine Minute. Ich glaube, so war's. Und das ist so zu interpretieren, dass je nachdem, wie viele Kerne das System hat, also meins hat ja zum Beispiel 12, ja, wenn da 12 als Zahl steht und ich habe 12 Kerne, ne, dann ist das ein Äquivalent von 100%. Ja, das heißt, der zeigt quasi die Auslastung über die einzelnen Kerne an und das Ganze in diesem gleitenden Durchschnitt. Weil oft ist es ja so, zum Beispiel beim Kompilieren oder so, da braucht man nur kurzfristig total viel Leistung. Von daher ist das gar nicht aussagekräftig, wenn das Ding jetzt auf 100% rödelt. Ja, ist überhaupt gar nicht weiter interessant. Und das ist relativ clever gemacht. Wir sehen jetzt hier schon, er catcht jetzt hier im Hintergrund jede Menge Daten, zieht hier Sachen runter, in dem Fall Sprachpakete. Ne? Ihr seht das auch hier, das läuft quasi alles durch den Host. Ja, jetzt installiert er. Genau. Richtig, mal zwischendurch. Das Ganze funktioniert zum Beispiel so, ne? Updaten. Bei Windows ist das ja so, man kriegt irgendwelche Updates aufgezwungen, man kann sich gar nicht gegen wehren. Das Ding, man will das runterfahren und kommen irgendwie Updates und dann geht das da richtig rund. Bei Linux kann man das quasi jederzeit ja, triggern. Ne? Sudo ist der Befehl für Super User Do, also Admin führe aus. Ja, das macht man quasi immer, um ein Programm oder um einen Kommando mit Adminrechten zu starten. In dem Fall würde man jetzt apt-aptitude, das ist ein Paketmanager, würde man mit dem Schalter get update laufen lassen und ja, dann zieht sich Linux quasi die aktuelle Paketliste. Ich habe jetzt hier auch noch ein paar GPG-Fehler drin, das ist aber egal, die solltet ihr nicht haben. Danach führt man Upgrade aus. Also das Update hat quasi die aktuelle Paketliste aus dem Internet geholt. Dann wird abgeglichen, welche Pakete auf meinem System sind up to date, welche sind nicht up to date. Und wenn man jetzt Upgrade ausführt, dann schlägt er mir vor, welche er quasi upgraden möchte. Hier sind es 61, müssten aktualisiert werden. Ihr seht hier, LibreOffice ist jede Menge dabei. Python hat Updates bekommen, Pip hat Updates und so weiter. Grub, das ist der Bootloader. Genau, und er sagt, 404 Megabyte muss herunterladen. Wir bestätigen das Ganze mit Ja, führen das aus. Jetzt zieht er den ganzen Bums aus dem Netz. Je nachdem, bei welchem Mirror ihr seid, geht das schneller oder langsamer. Er sagt jetzt hier 30 Sekunden. Aber das ist die große Freiheit. Ne? Man wird vom System nicht aufgezwungen, wann muss ich Updates machen. Ja, sondern ich suche mir das aus und so möchte ich das natürlich auch, weil als Anwender der Maschine bin ich natürlich Herr über das System und ich lasse mich doch nicht bevormunden von so einer US-Software, wann ich irgendwelche Updates zu ziehen habe und vor allen Dingen, was in diesen Updates drin ist. Ja, deshalb ein Hoch auf freie Software, Datenschutz. Na, man muss sich nicht zwangsweise
vom Big Tech-Konzern ausspionieren lassen. So, jetzt wird hier installiert Codium. Das ist ein Open Source Derivat von Visual Studio. Genau. Es gibt quasi alle Software, die ihr von Windows auch kennt. Gibt es für Linux auch. Und richtig, wir sind jetzt hier schon auf der Zielgeraden. DPKG, das ist der Paketmanager, der Debian Package Manager. Ja, installiert hier noch ein paar Geschichten. Und dann denke ich, sind wir damit bald schon durch. Ja, ihr seht auch in der virtuellen Maschine, ne, hier gibt es natürlich auch eine Shell. Und hier kann man auch diverse Befehle ausführen und natürlich auch Aptitude. So, es ist abgeschlossen, das Ganze. Wir starten das ganze System einmal neu. Ja, und das funktioniert so, wie wenn man das auch nativ ausführen würde. Funktioniert genauso. So, der hier ist immer noch am Rödeln. Das ist natürlich jetzt nicht das ganz smarte Ding, dass ich hier ein Upgrade ausführe, währenddessen ich da ja, hier Mint installiere. Das ist aber egal. Man muss das ja auch mal gesehen haben. So, jetzt haben wir hier natürlich einen nicen Bildschirmauflösungs Hackmack. Wo waren das nochmal? Schon ein paar Jahre her mit Linux. Ach ja. Oh. Ja. Ach. Das ist natürlich clever. Na gut. Wird das sowas? Nee. Hier. Doch, hier ist er. Da ist das Knöpfchen. So. Gut. Alles klar. Jetzt haben wir da auch schon mal. Das hier ist jetzt fertig. Aber im Prinzip ist das bei allen Derivaten das gleiche. Wenn wir hier das gleiche ausführen, sudo apt-get update, ja, bestätigen das mit dem Passwort, dann zieht er die aktuellste Paketliste runter und mit Upgrade kommen dann die Updates rein. Ansonsten kann ich nur empfehlen, es gibt ein paar nützliche Konsolentools über den Befehl sudo user, also super user apt install mc zum Beispiel, ne? MC Midnight Commander, da installiert er aus der Repo, ohne dass ich die Dateien im Internet zusammensuchen muss, sondern direkt aus der Konsole installiert er mir Software. In dem Fall ist das ein kleiner Datei-Explorer mit der Midnight Commander, aber es gibt ja jede Menge andere nette Software. Nano, HTOP hatte ich eben schon auf dem Host-System. HTOP ist dieser Taskmanager. Nano ist eine ganz, ganz schlanke IDE. Da kann man einen Code drinne schreiben oder auch Notizen einfach machen. Genau. Und ja, tatsächlich ist bei Mint alles mit an Bord, was man so braucht. Ne, Firefox Klassiker, sollte man ein paar coole Plugins installieren. Adblocker ist Pflicht. Privacy Badger ist ein super Tool, ja. Und genau, mal. Also ihr seht, man kann super bequem aus der Kommandokonsole Software installieren. Das ist der große Unterschied. Die Community hat sich darum gekümmert, ein vertrauenswürdiges Paket in die Repo zu bekommen, ja. Und anstatt man sich in den Untiefen des Internets nach dieser Software bemüht und je nach Skill des Anwenders gegebenenfalls auch noch auf irgendwie einen kleinen Scam oder sowas reinfällt, kann man hier alles ganz bequem über die Konsole installieren. Richtig, ja. Ansonsten ist es so, das System ist installiert. Beim nächsten Workshop werden wir da ein bisschen tiefer einsteigen auf die Konsole. Warum, weshalb, wieso, was kann das? Warum ist es bequem? Warum ist es sicher? Und wir gehen ein bisschen auf Ubuntu Server, weil warum sollte man zum Beispiel alle Daten, vielleicht habt ihr euch das mal gefragt, ob Google in der Cloud, im Google Drive, ja, irgendwelche Informationen über meine Urlaubsfotos erhebt, wie auch immer. Auf einem Ubuntu-Server-System kann man sich total bequem mit wenigen Befehlen eine Nextcloud installieren. Ich glaube, der Kollege Felix, der hatte das auch mal in einem Workshop mit Nextcloud Pi. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass das alles soweit verständlich war. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Video produziere, sonst war ich immer im Stream.
Ich hoffe, es war alles sinnvoll. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten, ja, haltet das Licht aufrecht, ne? Bleibt gesund, genießt das Leben vor allen Dingen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen dürfte. Und dann mit einem Workshop zum Thema Linux Server. Also wir installieren Ubuntu Server und steigen da mal ein bisschen tiefer ein, SSH und so weiter und so fort. Genau, ansonsten genießt das Leben und die Sonne. Es ist wunderbares Wetter heute und macht's gut.